Hi Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir über Space Marine 2. Und heute sprechen wir über den Patch 3.0, der am 26.09.2024 rausgekommen ist. Und der Patch bringt einige schöne Sachen mit. Wir werden drauf eingehen und ich werde euch auch noch verraten, was ich an diesem Patch ganz besonders feiere. Ich habe schon reingeschaut und mir ein paar Sachen angeguckt einfach. Und bevor wir aber starten, kurz den Hinweis für die Leute, die nach dem Dreadnought gefragt haben bei mir auf figurenshop.com. Der kommt in etwa 7 bis 10 Tagen, sollte er da sein. Das nur kurz als Hinweis. Jetzt aber weiter hier mit den Patch Notes. Kurz gesagt einfach mal, die Ultrawide-Unterstützung ist jetzt für den PC verfügbar. Ich weiß, es haben Leute drauf gewartet und hier ist sie. Also pünktlich wie angekündigt im September haben sie geliefert. Genauso wie die privaten Lobbys für die Operationen. Ihr müsst allerdings hier auch noch bedenken, dass die deutsche Browser-Übersetzung von diesen Patchnotes, falls ihr da irgendwelche Fehler erkennt, kommt das durch die automatische Übersetzung, das nur noch vorweg. Die privaten Lobbys im Operationsmodus sind jetzt da, ihr könnt also auf privat stellen, könnt mit Freunden einfach nur losziehen, habt dann keine anderen Leute dabei. Und zudem könnt ihr aber auch entscheiden, ihr möchtet nur alleine spielen und Bots dabei haben. So könnt ihr auch eine private Lobby machen und dann einfach nur mit den Bots losziehen, falls euch Randoms auf den Sack gehen, um es mal so zu sagen. Dann haben wir ein neues Feature, nämlich die Sparring Arena in der Battle Barge, also in der Basis. Da habt ihr dann eine Zone, wo ihr euch mit euren Freunden zum Beispiel battlen könnt. Also alle, die in der Battle Barge sind, können dort runtergehen und sich einfach gegenseitig auf die Rübe hauen. Es ist keine Wertung mit drin, es ist einfach just for fun. Vielleicht ganz nice für den einen oder anderen. Dann kann man jetzt benutzerdefinierte Farbvorgaben einfach zurücksetzen mit einem Klick. Das geht jetzt auch sehr einfach. Das wurde auch gewünscht. Schön ist jetzt, wenn ihr die Tab-Taste drückt beim PC zum Beispiel. Ihr könnt ja hin und her porten in eurer Basis. Ich weiß nicht, manche wussten das vielleicht noch nicht. Ihr könnt zwischen Rüsthalle und Missionsstart und so weiter, könnt ihr einfach hin und her teleportieren. Beim PC ist es die Tab-Taste. Dann erscheint ein Screen und in diesem Screen findet ihr jetzt eine Nachricht des Tages. Da gibt es ein paar Tipps, ein paar Hinweise und auch was neu dazugekommen ist. Also eigentlich auch ein schönes Update. Option zum Zurücksetzen benutzerdefinierten Farbvorstellungen wurde auch schon beim Intro gesagt. Das seht ihr jetzt hier in der Übersicht kurz mit dem Zurücksetzen. Hier habt ihr einen Button, wenn ihr da quasi das auswählt bei den Astartes Chapters und dann geht ihr einfach dahin und dann drückt ihr einen Button und dann habt ihr es zurückgesetzt auf das, was ihr gerade wollt. Dann gehen wir aber zu einem sehr interessanten Punkt von diesem Patch, nämlich Gameplay und Balancing Optimierungen. Und da kommt zuerst das Markierungswerkzeug. Das wurde aktualisiert, also bessere Reaktionsfähigkeit und dieses Social Wheel, wo ihr einfach euren Charakter was sagen lassen könnt oder wo ihr auf was hinweisen könnt. Das wurde optimiert, besonders für die Maussteuerung. Sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Ich habe es gleich ausprobiert und es ist wirklich deutlich einfacher und schöner, jetzt mit der Maus am PC hier solche Social Wheel Interaktionen durchzuführen. Bei der Power Fist ist die vollständige Aufladung von der Waffe stark erhöht worden, also hier ein schöner fetter Buff. Die schwere Plasma ist die Basismunition um 5 erhöht, Explosionsschadenradius wurde ebenfalls erhöht, Überhitzung pro Schuss drastisch von 50 auf 30 aufgeladene Schüsse und von 20 auf 15 für Basisschüsse gesenkt. Also hier auch noch was im Vorteil als Überhitzung, Basisschaden leicht um 10% erhöht, also für schwere Plasma auch nochmal ein fetter Buff. Dann die Medstims stellen neben der eigentlichen Heilung auch die umstrittene Gesundheit wieder her. Das ist, wenn ihr den roten Balken runterbekloppt, kommt. In einer kurzen Zeit habt ihr die Möglichkeit, dieses Rote zurückzubekommen, wenn ihr Schaden macht. Die Medstims machen jetzt auch die umstrittene Gesundheit wieder gut. Also auch nochmal eigentlich ein Buff. Munition für zusätzliche Granatwerfer kann jetzt nur noch mit Munitionskisten aufgefüllt werden und nicht aus dem unendlichen Munitionsvorrat. Also hier war wohl auch, glaube ich, ein Bugproblem, würde ich sagen. Dann gehen wir kurz auf die Kampagne zu sprechen. Die Schwierigkeit, Aggressivität im Veteranenmodus wurde gesenkt für ein besseres Einzelspielererlebnis. Also hier eigentlich auch wieder ein Buff für die Leute, die gerne solo unterwegs sind. Die Gesundheit des Spielers im Veteranenmodus der Kampagne wird leicht reduziert. Die Aggressivität der KI und Aktualisierung des Rüstungsmanagements auszugleichen. Also hier einfach auch Erleichterungen für die Spieler, würde ich mal sagen, die den Solo-Modus bevorzugen. Die Bots sind jetzt hilfreicher. Wir gehen das jetzt hier nicht alles am Stück durch. Also letztendlich, sie machen einfach jetzt mehr. Sie greifen Zoanthropen an bei der Gargoyle-Quest in der Story-Mission, helfen sie jetzt besser mit. Sie machen nicht das Spiel für dich. Sie sollen nämlich auch nicht die Mission für dich schaffen, sondern sie sollen dich lediglich unterstützen. Deswegen sind sie ein bisschen eingeschränkt, sag ich mal, gebastelt. Ja, aber sie sind jetzt ein bisschen cleverer
wenn man clever hier als Wort nehmen kann, dann ist das hier nicht der Betriebsmodus, sondern das sind die Operations, also die PvE-Missionen, die 6, die wir momentan zur Verfügung haben. Der KI-Direktor, also der AI-Director, das ist ja quasi das, was im Hintergrund läuft und einem in den Operationen dann verschiedene Gegner vor die Nase schmeißt. Der hat jetzt andere Spawn-Regeln für die Chaos-Feinde, die gelten, und das ist extrem, was wir hier in diesem Abschnitt eigentlich zu erwarten haben, nämlich die Zaangors mit Schild wurden von 10 auf maximal 4 reduziert in der Arena, also die auftreten können einfach 4 Stück maximal anstatt 10. Dann hier auch die Scharfschützen von 10 auf 3 reduziert, die hier vorhandenen Zaangors von 30 auf 20 reduziert, Rubric Marines mit Boltguns von 8 auf 5 reduziert und maximal Anzahl von Rubric Marines mit Warp Flamers von 4 auf 3 reduziert. Also hier insgesamt von der Feindesmasse her eine Reduktion von den Einheiten, die maximal da sein können. Also hier auch eine erhebliche Erleichterung für alle, die in den PvE-Operations bisher vielleicht Schwierigkeiten hatten. Dann wurde die perfekte Parade aktualisiert. Die Rüstung wird wiederhergestellt, nicht nur für das Kontern der Spezialangriffe. Und wir haben hier bezüglich Block- und Fechtwaffen wurde Fehler im Fenster für perfekte Parade bei den Fechtwaffen behoben. Jetzt gibt es ein Fenster mit 20 Frames für die perfekte Parade und 10 Frames Verwundbarkeit am Ende der Animation, statt 30 Frames für die perfekte Parade für die gesamte Animation, wie ursprünglich vorgesehen. Die Angriffsklasse, also der Angreifer, hat den Grundschaden durch Bodenstöße um 30% erhöht. Und meine Fresse, Leute, ich kann euch sagen, ich habe gestern den Angreifer natürlich auch gleich mal angeschaut. Meine Fresse, macht er jetzt mehr Damage. Also, wer bisher den Angreifer gemieden hat, ich habe ihn ja eigentlich gefeiert. Da kommt auch demnächst noch ein Video von mir, das ich eigentlich schon produziert habe wegen einer Kooperation. Das kommt aber erst am 1. Oktober raus. Da habe ich den Angreifer eigentlich auch schon gut eingeordnet. Aber die Bodenstöße sind jetzt nochmal um 30% erhöht. Und das merkt man wirklich. Also im schwierigsten Schwierigkeitsgrad habe ich mit dem Angreifer jetzt wieder auf die Kacke gehauen. Und der haut wirklich ordentlich rein. Also ein krasser Buff hier für den Assault. Rüstungsverstärkungstropfen aus zerstörbaren Kisten sind jetzt seltener, also Rüstungsboosts einfach Abklingzeit von 30 Sekunden auf 60 Sekunden erhöht. Dann gehen wir darüber zum PvP, verbessertes Spieler-Spawn-System, also dass das Spawn-Killing nicht mehr passiert, was jetzt teilweise passiert ist, soll jetzt schwieriger sein. Ich habe PvP leider noch nicht getestet gestern. Die Vanguards mit Enderhakenwerfer im PvP wurden überarbeitet. Es gibt jetzt nicht mehr eine vollständige Betäubung, sondern der Gegner wird ins Taumeln gebracht, wenn man mit dem Enderhaken reingeht an den Feind, und dann wird er drastisch verlangsamt. Wie sich das ausgeht, bin ich auch mal gespannt auszutesten. Manche haben ja den Vanguard bisher so gesagt, ja, man meint, er ist mega stark im PvP, aber so stark ist er eigentlich nicht. Vielleicht hilft das oder vielleicht debufft ihn das noch mehr. Lasst mir natürlich auch gerne eure Erfahrungen da, falls ihr schon welche gemacht habt im PvP mit dem Vanguard. Dann gehen wir auf die KI rüber zu sprechen. Die Fähigkeit, Gegner mit Fernangriffen zu betäuben, wurde bei allen KI-Charakteren verringert. Also hier auch eigentlich indirekt ein Buff für uns. Die Genauigkeit von Fernkampfgegnern wurde reduziert. Außerhalb vom Bildschirm auch die Feinde, wo da sind, die sind auch nicht mehr so genau und so präzise mit ihren Fernkampfschüssen. Wenn sie Spieler im Nahkampf treffen, auch eigentlich ein Buff für uns. Bezüglich Hormagons und Zaangors, Nahkampfschaden verursacht jetzt eine bestimmte Schadensmenge, anstatt pro Angriff ein komplettes Rüstungssegment zu entfernen. Also sie ziehen uns nicht sofort einen Block einfach ab, sondern nur anteilig. Es gibt hier eine Berechnung anscheinend, wie viel Rüstung jetzt abgezogen wird. Eigentlich wahrscheinlich auch gut für uns. Ich habe es jetzt nicht analysiert, ob sich das jetzt positiv oder negativ auswirkt, würde aber jetzt mal vermuten, dass es sich positiv auswirkt. Zu Antrophen, Schadensbegrenzungszeit des psychischen Schreis von 0,5 Sekunden auf 2 Sekunden erhöht, um Schaden durch einen Schuss zu vermindern. Schaden des psychischen Schreis, also hier einfach dieser psychische Schrei reduziert, die Reichweite reduziert, insgesamt einfach dann der Termagant, oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie er heißt, können wir gerne korrigieren, und ich weiß nicht, wie das jetzt übersetzt hat, der Sprühangriff des Fleischbohrers von 1 auf 0,5 reduziert, okay, und Blitzbohr von, also das ist jetzt von der Übersetzung ziemlich schlecht, ich kann mir gerade aber auch nicht mehr herleiten, wie das jetzt im Englischen heißt, auf jeden Fall wurde hier auch wieder was reduziert, der Schaden wurde reduziert von Feind, und das spielt uns natürlich wieder in die Karten. Tyranid Warrior Projektilschaden von 0,9 auf 0,6 pro Projektil reduziert, auch schon wieder Reduktion, wie man sieht. Die Marines
Flammensymbolschaden von 9 auf 6 reduziert, Flammenstoßschaden von 6 auf 4 pro. Also hier einfach auch insgesamt Debuff für die Feinde. Ja, und das habe ich gestern auch gemerkt. Also die fallen deutlich schneller um als sonst immer nur die Chaos, die wo da rumlaufen bei manchen Missionen. Die hackt man jetzt deutlich schneller weg. Finde ich gut eigentlich. An denen hat man sich schon die Zähne ausgebissen. Besonders wenn man nicht auf Max-Level war, auch mit den Waffen nicht auf Max-Level. Dann hier auch mit Boltgun die Marines 1,5 auf 1 reduziert mit den Sprühangriffen. Präzise Schussangriffe reduziert, Teleports zum Lösen von Spielen verringert, um sie im Kampf weniger lästig zu machen, Gesundheit auch nochmal um 10% reduziert, die Zangos mit Schild wurden die Lebenspunkte auch stark reduziert, Carnifex Wutphase aktualisiert, der wird schneller aggressiver jetzt, der Carnifex, Häufigkeit der Spot-Aktion reduziert, Fehler behoben, bei dem sein Dornen-Kegelangriff keine Projektile abfeuerte. Da muss ich aber ehrlich gesagt gestern sagen, dass ich gerade das irgendwie meine beobachtet zu haben, dass er eben keine Projektile abgefeuert hat. Aber ich muss mir das nochmal genau angucken. Und dann beim Hive-Torrent Gesundheit leicht erhöht, Widerstand gegen Sprengstoffe und Melterwaffen um 20% erhöht. Also jetzt mal zur Abwechslung heute hier bei diesen Patch-Notes. Beim Hive-Torrent haben wir einen Buff für den Hive-Torrent. Also er wird tendenziell ein bisschen stärker, ein bisschen resistenter gegen die Melters und gegen Sprengstoffe. Also auch mal schönen Buff zu sehen unter anderem mal. Dann was die Customization angeht, das ist der weitere Abschnitt von diesem Patch. Hier gibt es feste Symbolfarbe für die Farben von Administratium Grey. Mehrere Probleme mit falschen Standardfarben in einigen Chapters wurden behoben. Also hier wurde jetzt auch noch eine Missionsabschluss, also Siege 29 statt 36, wurde runtergeschraubt, welche Anforderungen man hat, um Kosmetik zu bekommen. Also hier ein paar Fehlerbehebungen und so weiter. Hier wurde ein bisschen was angepasst. Dann bei den Maps. Ich denke, sie ja, sprechen hier, glaube ich, von den Operations. Mehrere Probleme behoben, die Spieler daran hinderten, in einigen Levels voranzukommen. Also ja, es geht um die Operations. Viele kleinere Kollisionsprobleme behoben, Dichte und Dauer des Staubsturms im Betrieb der Ballistic Engine optimiert. Okay, dieser Sturm, wenn sie da das irgendwie ein bisschen geschmeidiger gemacht haben, das feiere ich dann persönlich auch sehr. Ich habe die Mission gestern nicht gezockt. Heldrake Feuerzeiten auf der Brücke, der wo immer Feuer über die Brücken drüber speit, das wurde optimiert und verbessert. Auf die Prüfung kann nun der Hypnomat in der Waffenkammer zugegriffen werden. Okay, allgemeine Fehlerbehebungen. Ich weiß nicht, ob wir das alles im Detail durchgehen müssen. Während eines Vorgangs die Gesundheit wiederherstellte, verbesserte Reaktionsfähigkeit, Sprungmodulfähigkeit. Meine ich ein bisschen Verbesserungen gemerkt zu haben beim Sprungmodul. Mehrere Probleme in Trials behoben. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem in einigen seltenen Fällen die Steuerung nach der Ausführung eines Finishers nicht mehr funktionierte. Das habe ich auch mal bemerkt. Das finde ich gut. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Spieler keine Rüstungsdaten von Hellbrood erhielt, der aus dem Chaosportal hervorging. Okay, also hier eigentlich, ich sag's mal so, einige Fehlerbehebungen einfach in bestimmten Situationen. Ich glaube nicht, dass uns das lohnt, das hier alles hier durchzugehen. UI-Korrekturen, ja, im Interface, Animationskorrekturen, Lokalisationskorrekturen, das ist da. Alles klar, passt. Ich würde jetzt einfach mal als Strich drunter machen. Wir haben jetzt in diesem Patch hier mega viele Buffs gesehen. Ich würde sagen, das können wir mal hier als Strich drunter Fazit wirklich festhalten. Extrem viele Buffs. Und da muss ich ja auch sagen, im Endeffekt, es ist schön zu sehen, dass sie jetzt so vorgegangen sind, dass sie Buffs gemacht haben, anstatt Debuffs, anstatt Sachen zu nerven. Ne? Ich will gar nicht wissen, was in der Community los wäre, wenn jetzt hier irgendwelche Waffen genervt worden wären oder irgendwelche Skills von Klassen genervt worden wären, die Dauer zum Beispiel vom Cloak irgendwie runtergefahren oder weiß ich nicht, der Sprungangriff macht jetzt doch noch mal weniger Damage oder die Standarte steht kürzer und stellt nicht mehr so viel Rüstung her. Oder was auch immer sie gemacht hätten, wenn sie haben keine Nerfs gemacht eigentlich im Großen und Ganzen, sondern wirklich viele Buffs für die Leute. Natürlich gibt es jetzt auch wieder wahrscheinlich den Anteil in der Community, der sagt, oh, jetzt haben sie das Spiel wieder casual-freundlicher gemacht, meh, gefällt mir nicht. Aber wenigstens haben sie den Hive Tyrant gebufft, also die Spieler, die dann quasi auf der Seite sind, dass sie sagen, oh, die haben jetzt alles hier
gebufft und das ist blöd. Macht am besten die ganze Zeit den Hive Tyrant, der ist jetzt anscheinend schwerer als davor. Ansonsten muss ich sagen, ich persönlich finde es jetzt gut, wie sie vorgegangen sind, weil ich aus vielen Spielen, die ich einfach begleitet habe in der Vergangenheit, gab es immer oft Nerfs. Und keine Buffs, ja, oder wenig Buffs und viel mehr Nerfs. Und diese Nerfs gingen viele auf die Nerven, ne? Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich finde es gut, sie haben an vielen interessanten Stellschrauben angesetzt. Sachen, wo ich auch sage, hey, da macht es Sinn. Das war schon ein bisschen arg, besonders mit den Chaos Space Marines, die runterzuhauen teilweise ab Stufe 15 insbesondere, wenn man da mit den Waffen reingegangen ist, die man bisher hatte und so weiter, hat man wirklich lange draufhauen müssen, bis da irgendwas passiert ist. Das geht jetzt ein bisschen geschmeidiger von der Hand. Ultrawide ist drin, sehr schön, das haben sie gesagt. Private Lobbys sind da, schön, gibt mehr Möglichkeiten, auch besonders mit Bots zu spielen. Die Sparring Arena für mich, ehrlich gesagt, ziemlich useless, um es persönlich zu sagen, aber manche haben da vielleicht ihren Spaß und ihre Gaudi dran, auch schön sei euch gegönnt. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt in den kommenden Monaten noch folgen wird und freue mich natürlich besonders dann auf neuen Content und vor allem dann neue Maps oder eine neue Map im PvE. Das wäre schön, wenn das nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt, wie ich finde. Und damit, Leute, macht es gut. Bis zu einem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar und eure Meinung zu diesem Patch. Da würde mich natürlich freuen. Bis zum nächsten Video. Haut rein und tschüss.